Es ist passiert. Es ist passiert. Was? Seht ihr nach dem Intro? Go work. Und jetzt? Bandschleifer später mal. Und dieser XXL-Center da. Moment mal. Blende ihn kurz euch ein. Jetzt brauche ich einfach was Handliches. Der eine ist mir abgeraucht. Der andere kommt mir vor, als würde ich Und wie sich der schlägt, sehen wir jetzt. Warum diese Maschine? Haben mir diverse angeschaut. Wenn einer sagt, ja, ein paar Franken mehr. Ja, in der Schweiz ist die hier und dann die blaue wäre gleich doppelt so viel gewesen. Und jetzt? Wollt ihr hören, dass alles, was Discounter ist, scheiße ist und so weiter? Nein, ist es nicht. Für das, was ich es bis jetzt gebraucht hatte, hat es immer gereicht. Warum ich jetzt die hier holen gegangen bin, ich kann es euch nicht einmal sagen. Ich brauchte was vom Bauhaus, habe mich durch die Maschinen durchgeschlagen und dann... Man kann einfach die Maschinen dort in die Hand nehmen, man kann sie mal ein bisschen fühlen, greifen, machen und tun. Und es ist ein riesen Unterschied. Ob ich jetzt da das riesen Teil vom Discounter in der Hand habe oder dieses Ding hier. Es ist so schön damit zu arbeiten. Hey, jetzt müsst ihr alle Bosch kaufen. Ja, nein. Mein Fazit. Ich habe jetzt die hier. Sie macht das, was sie muss. Und kleiner Tipp von mir. Legt euch gleich noch so Ersatzpads zu, die ihr dazwischen machen könnt. Dann hält euch das hier länger. PEX, PEX 300 AE, wie auch immer. Ich bin zufrieden damit. Hoffen wir es auch auf längere Zeit. Go work.